Das wird so ein Spaß, ich sag's euch. Heute muss Mama endlich wieder arbeiten gehen und zum Glück auch den ganzen Tag. Was heißt das dann für mich? Genau, Papa-Sohn-Tag. Um die Sache etwas zu beschleunigen, habe ich mich erstmal auf meine dicke Wanze gelegt, denn sie war heute ganz schön spät dran. Danach ist sie endlich aufgestanden und wie es sich gehört, hat sie erstmal Kuschi und mich versorgt. Willst du? Du willst doch nie. Ja, war ja klar. Ruckzuck hat sie sich ins Badezimmer begeben, um dort wieder eine Kernsanierung durchzuführen. Leider hat sie die Badezimmertür vor mir verschlossen, also musste ich ganz laut das Lied meines Volkes singen, bis sie mir endlich aufgemacht hat. Danach ist sie in ihre Schrottschüssel gestiegen Richtung Arbeit. Vorher hat sie nochmal Halt bei der Drogerie gemacht, um Katzenstreu und Trockenfutter zu kaufen. Das Katzenstreu ist übrigens nur für die Kuschi. Ich gehe ganz brav mein Geschäft draußen erledigen. Ich kack der Nachbarin lieber in den Garten, wie es sich gehört. So Mama, jetzt heißt es einmal hochkrempeln und leckere Schmeckis für deine Kunden vorbereiten. Eieiei, das sieht aber ganz schön lecker aus. Mama macht das richtig gut. Das Beste wäre, sie arbeitet für immer im Laden und Papa bleibt die ganze Zeit bei mir zu Hause. Habt ihr heute auch schon gearbeitet? Und was arbeitet ihr denn alle so? Oder geht ihr noch in die Schule? Schreibt es mir rein. Wenn euch mein Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like und ein Abo freuen. Küsschen aufs Nüsschen. Wurmi out.